Hallo Freunde, herzlich willkommen bei Opa Hemmi, herzlich willkommen bei Heels Quest. Ja, letztes Mal hatten wir dieses Spiel angefangen und dieses Mal, wir stehen vor dem Dungeon, dieses Mal werden wir mal in den Dungeon gehen und dann werden wir uns mal hier ein bisschen umgucken. Den Shop lassen wir mal weg. Es gibt ein wichtiges Thema, das wir noch nicht behandelt haben. Was werden unsere Belohnungen sein? Gold und Ruhm werden unsere Belohnungen sein. Ich habe bereits viel Gold und Ruhm. Er meint Gold, Ruhm und Frauen. Interessant. Okay, ich bin dabei. Ah ja, und da kämpfen wir wieder. So. Den können wir mal... Warte mal, den machen wir mal die Steinhaut drauf wieder. Und den heilen wir. So, und dann den heilen wir auch. Und den heilen wir auch. Hallo, ich will regenerieren. So. Heilen, 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 heilen. Heilen, heilen, heilen. Und das ist es. Immer hier gucken. Nicht nach rechts gucken. Der macht so eine Figur wie dieser... Oh, ein Zerstörer-Axt. Okay. Die Axt kriegt er natürlich. Waffen. Plus 8 Schaden gegen Bäume. Okay, und die macht 0 plus 0 Schaden. Aber extra Schaden, wenn HP niedrig ist. Na, dann nehmen wir die doch mal. Okay. So, dann lass uns mal in den Dungeon gehen. Fantastisch, wir haben es in den Dungeon geschafft. Eigentlich erst davor, aber egal. Okay, wirklich? Er ist lächerlich klein. Jimmy, du warst noch nie in einem Dungeon? Der größte Teil ist unter der Erde. Gehen wir rein? Ich höre, dass die klassischen Dungeons verflucht sind. Jeder, der diesen Ort betritt, wird verrückt. Gerüchte, hört nicht auf das, was die Leute sagen. Es besteht kein Risiko. Natürlich nicht. Ja, wir sind sowieso schon verrückt. Okay, so sieht der Dungeon aus. Okay, und so sind die Kämpfe. Okay, wir sind hier, Leute. Unser erster Dungeon. Aufregend. Ratten und Fledermäuse, wie langweilig. Kommt schon, es ist in Ordnung, es ist schließlich der Classical Dungeon. Ach, noch eins, vergiss nicht, dass wir den Dungeon nicht beim ersten Mal schaffen sollen. Wenn die Dinge zu schwer für uns werden, ist es besser, zum Gasthaus zu gehen und uns etwas auszuruhen. Wir können den Dungeon jederzeit verlassen, indem wir den Knopf in der oberen linken Ecke der Karte drücken. Ja, wahrscheinlich später. Ziemlich cool. Aber wie wird das im Sinne des Spielers erklärt? Irgendeine Art von Teleportationsartefakt? Können wir es vom Inventar her erreichen? Frag nicht so viel. Hat ihm eine geknallt? Habe ich jetzt nicht gesehen, aber im Text geguckt. Ich glaube, der hat ihm eine geknallt. Frag nicht so viel. Wenn der Entwickler keine ordentliche Erklärung finden kann, entfernt er vielleicht diese Funktion. Genau, das wollen wir ja schließlich nicht. Also, fight. Steinhaut. Und natürlich regenerieren. Macht Sinn. Der macht ja wie so ein Adler oder so ein Shaolin-Kämpfer macht der immer so eine Figur. Was? Einer deiner Charaktere hat den anormalen Status verwirrt. Der ist ja sowieso verwirrt, der Zauberer. Wenn ein Charakter verwirrt ist, greift er 7 Sekunden lang seine Mitstreiter an. Heile ihn mit dem Zauber Gegengift, habe ich nicht. Ich heile ihn einfach so. Und dich heile ich natürlich auch. Und wir machen wieder Mana. Dann müssen wir wieder heilen, heilen, heilen. Ey. Der haut den Falschen. Aber so was von. Da kann ja wohl nicht sein. Super, hier. Du kannst jetzt deine Zaubersprüche upgraden. Wie, was? Super, hier. Lässt das Ziel 20 HP regenerieren. Okay. Willkommen im Fähigkeitenwald. Möchtest du eine kurze Anleitung? Ja. Das ist ein Zauberfähigkeitenbaum. Lies alles von oben nach unten. Ja, Anleitung beenden. Ja. Ja, klicke einen beliebigen Zauberer oben am Bildschirm an, um dessen Fähigkeitenbaum zu sehen. Ach du Scheiße, jeder Zauber hat einen eigenen Fähigkeitenbaum. Ach Gott, das Spiel scheint größer zu sein, als ich dachte. Ich dachte, das ist nur so ein kleiner Dungeon und Spiel schon bald beendet. Das geht ja noch ganz schön ins Detail. Okay.
Wenn du einen Zauberspruch ein zweites Mal upgraden möchtest, benötigst du mehr Sterne als beim ersten Mal. Ja, das ist ja wohl klar. Zum Schluss klicke hier für eine genaue Beschreibung der Effekte des Zaubers. Also wir haben einen Stern. Das war's. Viel Spaß. Danke. Wir haben einen Stern und wir haben Heilung. Okay, das haben wir. Was macht der? Subtile Heilung. Rechtsklick auf einen Verbündeten, während der Zauber Heilung ausgewählt wurde, um dieses neue Fähigkeit zu nutzen. Sendet nur kleine Sterne an einen Verbündeten und heilt ihn 1 HP pro Stern. Subtile Heilung ist kostenlos. Ah, das ist ja cool. Und das? Sterne kommen öfters. 5 pro Sekunde. Auf 6,5 pro Sekunde. Also schnellere Heilung. Okay. Und das hier? Kleine Sterne kosten 1 Mana weniger. Also 3 auf 2. Und du? Boost lässt Verbündete 7 weitere HP zurückgewinnen und verringert das Hitzebarometer um weitere 5%. Also wäre man nicht so schnell heiß. Das Hitzebarometer kühlt 1,5 mal schneller ab. Und was haben wir hier noch? Große Sterne lassen den Zielverbündeten 1 weiteren HP zurückgewinnen. Supersterne lassen den Zielverbündeten 2 weitere HP zurückgewinnen. Okay. Was haben wir denn noch hier? Das haben wir noch. Passiv. Die natürliche Geschwindigkeit der Mana-Regeneration wird mit 1,1 multipliziert. Das ist ja nicht so viel. Was machst du hier? Mana-Regeneration. Von 2 auf 2. Das ist nicht 225, das ist 2,25. Also ein Viertel mal mehr. Was ist denn Superheilung? Superheilung. Da steht gar nichts. Alle 5 Sekunden erholt sich ein zufälliger Verbündeter um 8 HP. Und hier, Rechtsklick auf einen Verbündeten, um ihn wieder zum Leben zu erwecken. Mana-Kosten sind die Hälfte der maximalen HP. Boah, das kostet richtig teuer. Mana-Kosten reduziert um 1, Heilungseffekt plus 2 HP. Boah, ich weiß es nicht. Ich lasse es erstmal. Ich guck erstmal, wie es weitergeht. Ich halte mir den mal auf. Den Punkt. Mal gucken, wo wir anfangen zu schwächeln. Ach, das war da oben. Das war der. Ah, hey, sieh mal, dort sind sie. Verdammt, diese Banditen haben uns sogar bis in den Dungeon hinein verfolgt. Warum verfolgt ihr uns, ihr Räuber? Das sagen wir euch, sobald ihr tot seid. Hehehe. Was? Dann brauchst du mir auch nicht mehr sagen. Okay, fight. Ja, mach den so. Dann mach schon mal den hier, damit wir schon mal regenerieren, genau. So, du Heilung und wieder Meditation. Wow, uiuiuiui. Nicht umkippen, mein Freund. Hier den noch, Meditation. Ich sag nicht die Heilung. Also, habt ihr gesehen, der hat schon wieder da. Hat er den wieder gemacht, diesen Adler oder was das ist, diesen Shaolin-Trick. Okay. Naja, bis jetzt ist das alles sehr gut machbar. Also wie gesagt, wenn ich das nächste Mal spielen würde, sollte, dann würde ich es wohl auch normal spielen. Hey Beauty, wir haben ja noch nicht wirklich miteinander geredet, seit wir Tutorial Town verlassen haben. Erzähl mir ein wenig über dich. Was? Ich bin sicher, deine Mutter war ein Mitglied der Liebesgilde. Sie hat jeden Stern im Himmel gestohlen, um aus diesen deine Augen zu formen. Ach du Scheiße, was eine billige Anmache. Das war jetzt genug, ich bin ein Mann, Murki. Ein Mann? Du meinst mit allem, was biologisch dazugehört? Ihr habt mich abgezogen. Ich verschwinde von hier. Was? Hey, hallo? Du gehst aber nicht, ich komm wieder. So. Ja, da steht keiner hinter dir. Ja, kannst du hauen, wie du willst, da ist keiner. Ey. Ah, komm. Oh, Mann. Da habe ich nie aufgepasst. Und schon ist einfach doch nicht mehr so einfach. Schon ist mir der erste weggestorben.
Ja, guck mal, und kein Mana mehr. Ei. Heil ihn. Oh Mann, das schafft er nie. Boah, was ist los? Mann, jetzt muss ich doch mal aufpassen hier. Habt ihr das gesehen? So schnell kann das gehen. Regenerier. Hör doch auf, immer den zu hauen, Mensch. Und schon wieder keine Mana mehr. Hau ihn weg. Mein lieber Mann, ey. Also normal ist vielleicht doch noch ein bisschen schwerer. Komm schon, Mucki, später im Spiel wird es Frauen geben, versprochen. Der hat die richtige Wahl getroffen, denke ich. Frauen hätten eh kein Interesse an ihm. Was hast du gesagt? Okay, ich bin wieder dabei, um zu beweisen, dass du falsch liegst. Sag ich doch, der kommt wieder. Mann. Was ist das denn? Remedy. Halt einen anormalen Status. Ja. Wir schauen später mal. Oh. Schaut euch das mal an, ein Buch. Irgendjemand muss es hier vergessen haben. Das ist peinlich, ne, dass sie gestorben sind. Egal, was soll's. Das ist kein Buch, du Idiot. Das ist ein Tagebuch. In RPGs werden Tagebücher oft als Speicherpunkte benutzt. Schaut zu, lernt ihr. Ich werde dir zeigen, wie man das Spiel speichert. Jetzt rot im Gesicht. Wookie, warum wirst du rot? Ist das Spiel gespeichert? Natürlich ist es das. Ich werde dieses Buch mitnehmen, nur für den Fall, dass wir das Spiel später speichern müssen. Machst du Witze? Zeig mir das Buch. Niemals, es ist Beiz. Der löst alles mit einem Schlag mit seiner Axt. Ich wusste es, es ist ein Porno. Wie schmutzig. Wer würde diese Art von Büchern lesen? Ein Porno? Was ist das? Wir müssen also einen Porno finden, um das Buch zurückzubringen. Ja, genau. Okay, wir haben genug Zeit mit diesem Buch verschwendet und es wird uns nicht helfen. Lasst es uns hier liegen lassen und weitergehen. Na? Ja, das war doch klar, dass er zurückkommt. Okay, wir kämpfen wieder. Ja. Beim Erreichen von Level 5 erhalten deine Charaktere eine neue Fähigkeit. Super Moves. Okay. Sie haben jetzt einen weiteren kleine Leiste unter ihrer Gesundheitsleiste. Ja, ich sehe sie. Diese Leiste füllt sich, wenn der Charakter Schaden einstecken muss und wird leer, wenn er stirbt. Na super. Wenn sie voll aufgeladen ist, fängt sie an zu blinken und du kannst jetzt den Super Move aktivieren. Viel Spaß. Okay. Wo haben die denn hier ihre Super Moves? Boah, was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Au ja. Mach ich mal die Haut hier drauf. Das macht schon Sinn. Jawohl. Gewonnen. Wenn du den Heilzauber benutzt, achte auf das Hitzebarometer. Ja, das war doch klar. Das wussten wir doch schon lange. Also ich muss sagen, also hier kommt man wahrscheinlich raus. Siehst du, back to map. Ich muss sagen, das Spiel macht echt Spaß. Und das ist, auch wenn es so richtig auf lustig gemacht ist, ist doch eine ganz schöne Herausforderung stellenweise. Selbst auch einfach. Hey, ihr Blödis, gibt's Grumpy. Dann lassen wir euch eure bescheuerte Quest fortführen. Sei ruhig, Pixel. Wir haben doch gesagt, wir töten sie alle. Grumpy? Wofür wollt ihr denn Grumpy? Das geht dich nichts an. Ich kann es nicht fassen, dass wirklich jemand an Grumpy interessiert ist. Müsst ihr ein paar Bäume fällen oder so? Sei ruhig, du bist nur eifersüchtig, weil sich niemand für dich um dich kümmert. Tut mir leid, es nervt wirklich, dass wir... Aber wir brauchen ihn. Wir würden euch unseren Heiler anbieten, aber das ist unser letztes Angebot. Hallo? Ihr wollt was? Dass ich hier mit denen gehe, mögt ihr mich nicht?
Was? Lass mich bitte bleiben. Sie würden mich schlecht behandeln. Nein, mögt ihr mich nicht? Behaltet euren blöden Heiler. Wir rekrutieren nur Leute, die Schaden machen. Ja, so ist es. Genau so ist es. So. Habt ihr schon mal eure Eisenhaut, Steinhaut? Ja, eigentlich dürfte ich die gar nicht heilen, so wie die mit mir umgehen. So, ganz ehrlich gesprochen. Ach, guck mal hier, da haben die ihre Leiste. Aber wo der seine hat, weiß ich auch nicht. Oh, der hat Blutungsschaden. Scheiße. Oh, nein. Das ist nur, weil ich Mana regenerieren wollte. Jetzt wird er sauer auf mich. Da, dieses Sauerwertbarometer. Ein Bogen. Hey, ein neuer Bogen für dich. Ich weigere mich, Items auszurüsten, die keinen Schaden machen. Ja, ist ja gut. Plus 2 Schaden, wenn alle Verbündeten tot sind und nur Beauty und Jimmy übrig sind. Plus 1 Schaden, plus 2 extra Schaden, solange Beauty volles Leben hat. Ja, mein Gott, warum nicht? Why not? Ach, ich habe ja noch die Punkte zu vergeben, ne? Ach, könnte ich gleich mal machen, oder? Könnte ich ja mal machen, ne? Mittlerweile sind es schon 2. Was ist denn hier? Die Natürlichkeit der Geschwindigkeit der Mana-Regeneration wird mit 1,1 multipliziert, auch wenn du Meditation nicht benutzt. Mit 1,2, auch wenn du Meditation nicht benutzt. Der Mana mit 1,3 multipliziert, auch wenn du Mana nicht benutzt. Das hört sich ja schon mal gut an. Mana-Regenerationseffekt erhöht von 2x auf 2,25. Aber hier mache ich automatisch mehr, ne? Mit 1,1. Das ist ja nicht. Das ist ja total wenig, ey. Ich warte mal hier lieber auf andere. Da kommt bestimmt noch mehr Meditationsregenerierung. Haben wir ja hier gesehen. Hier, da kommen noch welche. Ich warte lieber auf die. Solange schlängel ich mich mal durch und du bist tot. Das ist ja gar nicht lustig. Doch, irgendwie schon. Grumpy. Und schon wieder ein Kampf. Grumpy, schätze, du schuldest uns eine Erklärung. Was wollen diese Banditen von dir? Sie sind nicht nur Banditen, sie sind von der Bösewicht-Gilde. Nie davon gehört. Ist es eine Geheimgilde? Ja, ein Bote wird dir eine persönliche Einladung bringen, wenn du dumme Dinge in der Stadt tust. Oh, Skyrim-mäßig. Dunkle Bruderschaft. Ich war Teil ihrer Gilde in der Vergangenheit, aber ich musste vor ein paar Tagen abhauen. Was ist passiert? Nichts Wichtiges. Sie verstehen nur einfach den Humor von Barbaren nicht. Pass auf, Ratten. Großartiges Timing, Ratten. Sag ich doch, Ratten. Fight. Und heilen. Und den auch. Einer deiner Charaktere hat den anormalen Status vergiftet. Ach komm. 7 Sekunden lang 7 Schaden. Jetzt, ich kann da nichts machen. Achso, ich muss hier auf heilen gehen. Und den muss ich auch heilen, wenn der wieder... Oh, und der hier stirbt. Oh. Ey, Leute. Könnt ihr die mal töten? Victory! Mein lieber Mann, ey. Ja, jetzt ist der auch ein bisschen sauer auf mich. Was soll. Neuer Zauberspruch gelernt. Schild. Gib dem Ziel ein 35 AP Schild. Ah, da war eine Mücke. Ich glaube, ich habe sie getötet. Hoffe ich jedenfalls. Ah, es ist dunkel und ich habe Licht an. Ich bin ja auch klug. Also, Grumpy, warum hast du die Banditengilde verlassen? Ist etwas schiefgelaufen? Dieses Mal musst du es uns erzählen. Okay, ich erzähle es euch. Eines Tages habe ich dem Chef wegen eines nahrungsbezogenen Themens widersprochen und es endete in einem Kampf. Aber es wurde schnell zu einem Gemetzel. Unglaublich, die meisten Menschen würden für Frauen kämpfen, aber nicht für Essen. Das ist unser Grumpy. Und dann?
In der Nacht nach dem Kampf entschied ich, dem Kerl einen kleinen Streich zu spielen. Sein Zelt war am Fuß einer Klippe. Oh oh, der hackt den Baum ab. Ein kleiner Streich, so so. Wie ein echter Holzfäller. Was ich nicht einberechnet hatte, war, dass der Baum den Chef töten würde. Zusammen mit zwei anderen, die zusammen mit ihm ein Meeting in seinem Zelt hatten. Oh Mist, wir haben einen Mörder in unserem Team. Ich schlage vor, dass wir von nun an Grumpy alle nahrungsrelevanten Themen regeln lassen. Ja, wir legen uns besser nicht mit ihm an. Hier seid ihr ja. Und wieder kämpfen wir. Fight. Und Heilung, und Heilung, 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 Heilung. Was ist denn los, Leute? Ey, ich geb mir ja irgendwie die Fliegen. Dein Zauberstab überhitzt, ja, was soll ich machen? Ich muss sie doch heilen. Junge, 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 ey. Was ist denn los, Flieger? Schaffst du das alleine hin, Junge? Jetzt habe ich auch schon keinen Mana mehr. Das ist ja super. Ich glaube, wir werden sterben. Also du. Ich bin ja Heiler, ich sterbe ja nicht. Ja, ja, hurra, war locker. Und genauso hatte ich das berechnet. Ganz locker geschafft. Sehr cool. Oh je, die werden alle ganz schön böse auf mich sein. Eieieiei. Müssen wir eben gucken hier. Lass uns doch mal hier zurück. Lass uns mal rausgehen. Und lass uns doch mal hier zu dem Shop. So. Die haben nämlich alle Gold. Dann kaufen wir mal Tränke hier. Zwei. Kaufen wir ruhig drei. Die brauchen erstmal Tränke, damit die erstmal voll sind für den nächsten Kampf. So, und dann gucken wir mal ins Inventar. Jetzt sehe ich natürlich nicht, wie hoch sein Lebensdingens gerade ist. Oh Mann, der ist ganz schön sauer auf mich. Und der geht so. Der ist total glücklich. Und der ist auch so, naja. Okay. Ah Mensch, ich will aber immer noch nicht einsetzen. Ich glaube, die guten Sachen kommen halt noch. So. Boah, ey, ja, wie siehst du? Machen wir hier voll. Genau. So soll's sein. Fight. So. So. Meditation, Meditation, Meditation. Was? Die Superleiste eines seiner Charaktere ist voll. Du kannst jetzt seinen Supermove benutzen. Okay. Ja, 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 ja. Oh ja, cool. Cooler Move. Ja, so, hier, Heilung. Ich habe schon wieder nicht aufgepasst, weil ich hier auf den geguckt habe, was der für einen Move macht, habe ich wieder auf den nicht geachtet. Eieiei, das gibt Ärger. Das gibt, und das auf einfach, wie schlecht ich geworden bin. Junge, 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 Junge. Mann, 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 Mann. Naja, ihr Lieben, es speichert automatisch und ich denke mal, wie es weitergeht, sehen wir beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Macht's gut, bis dann, euer Opa Emmy. Tschüss.